So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, zu einem neuen Video bei N-Graphics. Ja, es geht in Teil 4 der Serie, wo ich eure Fotos bespreche und ja, meine Meinung dazu äußere, mein Feedback dazu äußere. Und ja, seid gespannt, nach dem Intro geht's weiter. So, genau. Ja, ich melde mich sehr gut gelaunt heute, weil ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir haben die 100 voll. Wir sind jetzt bei 103 Abonnenten. Ich bin super, super happy, super glücklich. Ich danke euch auf jeden Fall tausendfach dafür. Freut mich mega. Ich finde es total cool und die Vorstellung ist irgendwie so ein bisschen surreal, auch wenn es natürlich Kanäle mit viel, viel mehr Abonnenten gibt. Aber ich finde die Vorstellung so surreal, dass sich jedes Video von mir irgendwie 100 Leute angucken. So, das finde ich schon krass. Ich hätte am Anfang, als ich damit angefangen habe, gar nicht erwartet, dass es überhaupt jemanden interessiert, was ich hier mache. So hört sich immer ein bisschen doof an, aber ist nun mal tatsächlich so. Und ich freue mich sehr. Ich will euch dafür auf jeden Fall herzlich danken. Und ich habe auch schon eine Idee für ein kleines Special für euch. Es wird ein 100-Abonnenten-Special geben. Nur eine Kleinigkeit, nichts Wildes. Aber ja, da möchte ich euch mitnehmen zu einem kleinen Experiment, was ich vorhabe, was ich in der Form vorher noch nie gemacht habe. Und möchte mal gucken, wie das funktioniert. Kommt demnächst, ja, ich muss ein bisschen warten, bis einigermaßen das Wetter wieder mitspielt und so, weil im Moment ist Katastrophe, also im Moment kann man irgendwie nicht wirklich was machen hier bei uns, weil es ständig nur am Regnen ist und keine Ahnung. Also das kann ich dann nicht machen, was ich vorhab. Aber ja, kommt bald und ich hoffe, euch gefällt es, wenn es denn da ist, aber das kommt irgendwann später. Heute geht es weiter mit euren Fotos. Vorab wird sich eine Kleinigkeit ändern quasi, und zwar: Ihr habt in Zukunft nicht nur die Möglichkeit, mir Fotos per E-Mail zu schicken, das geht immer noch. Also wenn ihr hier mitmachen wollt und meine Meinung zu euren Bildern wissen wollt, schickt mir gern eure Fotos an youtube@ngraphics.de. Ich blende das Ganze hier unten mal ein. Da seht ihr die Adresse und da könnt ihr mir Fotos hinschicken, ja? Wenn ihr hier Teil dieses Videoformats sein wollt. Es gibt aber in Zukunft noch eine Alternative. Wenn ihr mir Bilder zeigen wollt, ist natürlich ohne Garantie, dass sie in den Videos auftauchen, aber ja, ihr habt in Zukunft die Möglichkeit, mich auch bei Instagram entsprechend zu taggen mit einem Hashtag. Und zwar kam die Idee von einem meiner Abonnenten, ne, vom, ich muss mal eben gucken, von wem die kam, um Gottes Willen, Entschuldigung. Vom Stefan müsste sie gekommen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen an der Stelle danke Stefan und Grüße gehen raus. Ja, mit deiner Hilfe bin ich dann auch mal auf die Idee gekommen. Stimmt, so ein Hashtag ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das heißt, in Zukunft könnt ihr bei Instagram, wenn ihr Bilder dort hochladet oder auch schon hochgeladen habt und mir die einfach zeigen wollt quasi, könnt ihr auch einfach den Hashtag ngraphicsruhrpott nutzen. Hier unten eingeblendet, ganz, ganz einfach. Einfach nur meinen Kanalnamen und Ruhrpott dahinter. Den benutze ich eigentlich in der Regel, das heißt, ihr werdet darunter schon Fotos finden, aber so könnt ihr mir quasi Bilder zeigen, die ihr mir zeigen möchtet, und ja, das eine oder andere wird dann mit Sicherheit auch mal in so einem Video von mir auftauchen. Wenn ich irgendeins jetzt besonders cool finde oder da irgendwie was zu sagen möchte, dann werde ich das auf jeden Fall in Zukunft auch mit in die Videos integrieren. Also Hashtag ngraphicsruhrpott, darunter eure Bilder irgendwie taggen. Und dann kann ich mir die angucken, dann sehe ich die. Und das ist für den einen oder anderen von euch vielleicht ein, ja, ich sag mal, ein kleinerer Weg, als jetzt eine E-Mail fertig machen und mir das rüberschicken. Also, das ist in Zukunft die Alternative. Ein weiterer Dank geht raus an, Moment, ich muss mir seinen echten Namen mal eben raussuchen, weil ich kenne nur genau, Manuel. Ein Dank an Manuel. Ich hatte jetzt nur seinen Nickname hier im Kopf, der mir den Tipp gegeben hat, wie ich hier mit diesem ganzen OBS-Studio-System, mit dieser ganzen Software irgendwie zurechtkomme, dass ich jetzt mit meinem, ja, sozusagen ein Streaming-Setup habe, mit dem ich theoretisch auch Livestreams machen kann, was auch vernünftig funktioniert. Damit nehme ich jetzt gerade auf, das heißt, versteht es auch ein bisschen als kleinen Test, ob so ein Stream Sinn machen würde, ja, ob das funktionieren würde, und ihr seht und hört dann jetzt quasi die Qualität, die so ein Stream hätte. Auch hier nochmal gerne in die Kommentare eure Meinung. Habt ihr Lust auf einen Livestream?
Gibt es irgendwie einen favorisierten Tag, wo ihr sagt, jo, da habe ich richtig Bock, mir Livestreams reinzuziehen? Zum Beispiel, ich filme meistens sonntags, das heißt, ich würde dann auch Sonntag irgendwann abends diesen Livestream machen oder frühen Abend oder sowas in der Richtung. Das wäre so meine Idee. Wenn ihr Lust auf sowas habt, wenn ihr dabei wärt und Bock hättet, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Jetzt legen wir los. Nicht mehr lang quatschen, haben wir jetzt genug gemacht. Und zwar fangen wir an mit den Bildern. Die erste Einsendung, die heute dran ist, kommt vom lieben Heiko. Heiko hat mir schon mal ein Foto rüber geschickt, war schon mal Teil dieses Videos. Alle, die heute kommen, waren schon mal Teil dieses Videos. Kurz zusammengefasst, Heiko ist 53 Jahre alt, aber dennoch blutiger Anfänger, hat dieses Jahr angefangen zu fotografieren und hat mir einfach ein paar Fotos rüber geschickt. Fotografiert mit einer Sony DSC HX400V, das ist eine Bridge-Kamera, wie ich gelernt habe, keine Kompaktkamera. Und ja, er schreibt, er ist blutiger Anfänger, aber tastet sich langsam an die Materie heran, bevor er sich eine teure Kamera kauft. Und ja, es gibt noch viel zu lernen. Und von Heiko kommt heute ein zweites Bild, das er mir zur Verfügung gestellt hat, netterweise. Ich zeige es euch mal. So, hier. Ja, aus dem LKW-Fenster fotografiert. Das finde ich echt krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aus dem LKW-Fenster fotografiert eine Möwe, wie man sieht. Ich muss sagen, mein erster Eindruck ist irgendwie, ja, der Bildausschnitt. Irgendwas passt da für mich nicht, ne? Also man hat die Möwe halt super zentriert hier, ne, mit dem Kopf genau im Bild. Aber ich hätte wahrscheinlich geguckt, dass ich vielleicht nicht ganz so nah dran gehe und dann irgendwie die Möglichkeit habe, so ein bisschen mehr von der Möwe noch zu sehen. Oder zumindest, wenn ich sie schon so nah ins Bild packe, dass ich sie dann wirklich recht weit nach rechts packe, dass sie so ins Bild quasi reinguckt. Das wäre so meine favorisierte Variante gewesen. Deswegen, ja, allzu viel kann ich zu diesem Foto sonst gar nicht sagen, weil es ist halt nun mal ein Detailshot, ne? Also also so ein Close-up-Shot. Sowas ist cool. Ich mag das auch. Also ich finde es vom Prinzip her echt nicht verkehrt und es ist auch so an sich schön anzugucken, ne? Definitiv. Ich hätte, wie gesagt, einen etwas anderen Bildausschnitt gewählt oder es zumindest versucht, weil wie Heiko schon schrieb, er hat das aus dem LKW-Fenster gemacht. Ich hoffe nicht aus dem fahrenden LKW, aber das glaube ich auch nicht. Und dafür finde ich es echt ganz cool, ne? Also wenn man jetzt, da muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Ich meine, das war kein perfektes Setting so, was sich Heiko jetzt unbedingt so genau ausgesucht hat, sondern wahrscheinlich hat er das Tier gesehen, hat dann gedacht, oh, da könnte ich mal kurz die Kamera auspacken. Und hat es dann fotografiert, ne? Ein bisschen so ein Schnappschuss halt. Dafür finde ich es in Ordnung, ne? Wie gesagt, also da in so einer Situation würde ich echt gucken, dass ich den Bildausschnitt ein bisschen anders wähle, sodass man quasi die Möwe so ein bisschen porträtiert, wenn ihr wisst, was ich meine. Sodass sie dann halt quasi am rechten Bildrand sitzt, ne? Ich mache das mal ganz kurz. Versuche ich euch das mal zu zeigen, indem ich mir hier einfach noch eine zweite Ebene aufziehe, dass ich das hier einmal ein bisschen verschieben kann. Jetzt fehlt natürlich Hintergrund, ja, aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, ja, und den Hintergrund sich einfach mal weiterdenkt, wenn der Kopf hier wäre von der Möwe und man hier noch ein bisschen Luft hätte, ich glaube, das würde etwas stimmiger aussehen, weil so wie es aktuell ist es ja andersrum, ne? Man hat hier die Luft. Wenn die Luft auf der anderen Seite wäre, ich glaube, dann wäre es ein cooleres Foto. Schwer zu sagen, ja, aber das, wenn du noch mal die Möglichkeit haben solltest, probier das mal aus. Okay, Heiko, vielen Dank für die Einsendung. Ja, wie gesagt, für aus dem LKW-Fenster aufgenommen, finde ich es auf jeden Fall in Ordnung. Also kann man nichts gegen sagen. Das nächste Foto kommt von Stefan, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das ist von Stefan. Ist ein Foto, was er mir zugesendet hat. Er hat mir schon mal ein Bild geschickt von dieser Hausfassade, ne, die so übers Eck fotografiert ist. Er schreibt, er ist Stefan, ist seit dem 6.8.2020 bewaffnet mit einer Canon EOS 2000D, mit der auch alle Bilder entstanden. So, und jetzt, da möchte ich nochmal, das habe ich auch beim letzten Mal schon gemacht, da möchte ich nochmal gesondert drauf eingehen. Stefan fotografiert damit seit knapp 4 Monaten, ein bisschen weniger als 4 Monaten, ne? Und dafür,
finde ich die Bilder, die er schickt, schon verdammt gut. Ich fand dieses Bild von dem Gebäude schon ziemlich gut. Also da sind nur Details gewesen, die irgendwie fehlten, ja. Aber sonst finde ich es extrem gut. Und das Bild, was ich heute zeige, das war ursprünglich gar nicht seine Idee, das einzusenden, sondern es wurde ihm nahegelegt von einer anderen Abonnentin von mir. Genau, von einer anderen Abonnentin von mir, die hat das bei Instagram irgendwie gesehen, das Foto, und hat ihm vorgeschlagen, hey, schick das doch mal hin. So, das finde ich total cool, weil das heißt, dass ihr euch auch untereinander austauscht. Das finde ich super, und ich möchte auch nochmal bekräftigen, bitte unterstützt euch bei Instagram, ne? Folgt euch, wenn, sofern ihr irgendwie Kanäle dort habt und so. Und ja, unterstützt euch auch gegenseitig, gebt euch auch gegenseitig Feedback, ne? Und ja, freut mich auf jeden Fall, wenn so eine Art Community wächst. Durch diesen Kanal und durch diese Videos. So, das Foto von Stefan sieht so aus. Und ich muss echt sagen, ich finde es geil. So, also ich finde, es ist ein geiles Foto. Punkt. Viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Man sieht hier jetzt die, ja, das ist so ein Holzpfahl, denke ich, oder so ein Baumstamm oder sowas in der Art, wo Nägel reingeschlagen wurden. Und dann hängt hier so eine Kette, die wahrscheinlich dann irgendwas absperrt oder irgendwas einrahmt oder sonstiges. Aber bei dem Foto geht es ja gar nicht darum, jetzt wirklich detailliert zu sehen, was das überhaupt ist, sondern das Foto hat den Namen Holz trifft Metall. Und ich finde es echt ein geiles Bild. Ne? Also, so man sieht im Hintergrund passiert hier irgendwas, so ein bisschen herbstliche Farbtöne. Ich schätze mal, das wird auch irgendwie im Herbst gemacht worden sein jetzt. Das Bild. Und ja, hier sieht man diese Kette, ne, das Metall, das Holz, die Holzmaserung. Was ich halt auf jeden Fall nochmal lobend erwähnen muss, da bin ich ein großer Freund von. Guckt euch bitte mal an, wie scharf dieses Foto ist, ne? Also es ist wirklich perfekt fokussiert, es ist super scharf. Und man sagt das immer so von wegen, ja, das Foto ist halt scharf. Selbstverständlich ist das nicht. Wenn man sich mal so ein bisschen in diversen Fotografieforen umguckt oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sonstiges, ob man da jetzt Freund von ist oder nicht, dann ist das schon nicht so selbstverständlich. Also ich finde, das ist schon erwähnenswert, dass ihr wirklich verdammt scharfe Fotos macht und sehr fit seid, was so Fokus und sowas angeht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, ist auf jeden Fall scharf. Ich finde auch, der Fokus sitzt an der richtigen Stelle. Er sitzt halt weder ganz vorne hier auf den Nägeln noch jetzt so weiter hinten, sondern er sitzt irgendwie so mittig, dass man ein bisschen was vom Holz scharf hat und ein bisschen was von der Kette scharf hat. Natürlich sehr offenblendig fotografiert, offensichtlich. Ich finde den gewählten Fokuspunkt gut. Was sagt ihr? Ne? Also jeder hat ja da irgendwie andere Meinung. Aber ich finde, das ist ein gelungenes Bild. Ne? Hier ist das Motiv so ungefähr halbiert. Ne? Also der Bildausschnitt ist ungefähr halbiert durch das Motiv. Ich finde es echt gelungen. Also ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich finde es ein gelungenes Foto. Es ist so ein Detail-Close-Up-Shot. Ne? Wahrscheinlich jetzt nicht das, was manche Mo Leute so als jetzt super krass geiles Foto bezeichnen würden. Aber es ist ja auch egal. Es geht ja hier tatsächlich darum, was es jetzt mit diesem speziellen Bild auf sich hat. Und ich finde das richtig gut. Also da kann ich ein großes Lob aussprechen an Stefan. Du machst echt gute Fotos. Also wenn ich mir überlege, dass du erst seit 4 Monaten fotografierst und wahrscheinlich noch dabei bist, einfach komplett zu experimentieren und dich einfach mal auszuprobieren, finde ich deine Fotos wirklich verdammt gut. Also das kann ich echt so sagen. Und das ist zum Beispiel ein Foto, wenn ich jetzt mal so ein bisschen weiterspinne. Das könnte ich mir auch sogar vorstellen, dass das irgendwo in so einem Möbelgeschäft auf so einer Leinwand steht, man das kaufen und sich in eine Bude hängen kann. Ne? Ist wahrscheinlich Geschmackssache, ob man sich das jetzt hinhängt oder nicht. Aber vorstellbar wäre das. Also ich finde schon, das Foto hat eine gute Qualität. Das ist geil. Das sagt jetzt natürlich nicht die Welt aus. Ja, also, aber das muss es ja auch gar nicht. Ja, also ich finde, das ist ein wirklich gutes Foto. Kompliment an dich, Stefan. Ja, ein Foto haben wir noch von auch einem inzwischen etwas prominenteren Vertreter hier auf dem Kanal. Und zwar ist das ein Foto von Ulf wieder. Ja, von Ulf habt ihr jetzt schon mehrere Fotos gesehen in den letzten Videos. Und Ulf fotografiert schon sehr, sehr lange. Ja, fotografiert schon seit den 90ern. Und ja, also ich finde,
man sieht's, ja, man sieht, dass er schon länger mit einer Kamera rumhantiert. Es wird hier jetzt gleich ein Thema aufkommen bei diesem Foto, was ich schon mal besprochen habe. Das ist das mit dem Wasserzeichen. Deswegen, da werde ich jetzt nicht nochmal gesondert was zu sagen. Ihr kennt meine Meinung dazu inzwischen. Aber das Foto ist schon ein bisschen her, als er mir das geschickt hat. Ich zeige es euch einfach mal. Das ist das Foto von Ulf. Wie gesagt, ne, Wasserzeichen hatten wir zu Genüge das Thema. Da brauche ich jetzt nicht nochmal was zu sagen. Aber gucken wir mal auf das Bild. Was mir als allererstes auffällt, wirklich als allererstes, noch bevor ich irgendwas anderes sehe, ist die schiefe Horizontkante. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich muss sagen, seit ich das erste Mal davon gehört habe, dass man darauf achten soll, das ist ja viele Jahre her, stört mich das immer ungemein und ich achte richtig extrem darauf. Ne? Also, ne, so wäre es gerade ungefähr, ja, also nicht 100%. Aber ich finde immer, das macht irgendwie schon einen Unterschied, ob das jetzt gerade oder schief ist. Ich habe das immer nicht so hoch bewertet und ich muss auch sagen, so richtig hoch bewertet ich es auch heute nicht. Aber wenn man meine Meinung zu einem Foto wissen will, dann wird man damit leben müssen, dass ich auf sowas tatsächlich achte. Also diese Horizontkante, ob die gerade oder schief ist, das inzwischen stört mich das ungemein. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, warum. Das kam irgendwann so auf. Früher habe ich da auch nicht so drauf geachtet. Aber ich finde schon, es macht einen Unterschied. Ne? Ob der Horizont jetzt gerade oder schräg ist, das fällt auf und das macht einen Unterschied. Ansonsten, vom Ausschnitt üblich für Ulfs Bilder, finde ich das gut gewählt. Ja, wir hatten ja letztes Mal auch das Bild von Ulf mit diesem Torbogen im Sonnenuntergang quasi. Auch da fand ich den Bildausschnitt schon sehr gut gewählt. Er drittelt seine Fotos relativ offensichtlich. Ne? Also wir haben hier die Brücke so ungefähr im Drittel. Wenn man es jetzt ganz krass sehen will, wobei ich jetzt nicht weiß, das kann Ulf vielleicht beantworten, ob er sich das auch so gedacht hatte. Und nicht lügen, ne? Nicht sagen von wegen, ja, klar, habe ich mir so gedacht und dann war es gar nicht so. Nein, kleiner Scherz am Rande, aber wenn man es jetzt ganz auf die Spitze treibt, kann man auch hier diese Kante quasi auch nochmal als Linie verstehen. Und dann haben wir hier auch nochmal das Bild gedrittelt. Also. Das ist schon, also die Bildausschnitte, die Ulf wählt, sind wirklich gut. Ne? Also da kann ich absolut nichts gegen sagen. Nun hat Ulf natürlich auch eine gewisse Praxis schon. Ne? Also wenn er analog seit den 90er Jahren fotografiert und dann mit einer längeren Pause dann Anfang der 2000er bzw. Mitte 2000er wieder angefangen hat, digital dann halt, dann finde ich schon. Ist das klar, dass er natürlich ein bisschen ein Gefühl auch für manche Sachen hat, ne? Vielleicht mehr als jemand, der jetzt erst seit ein paar Monaten fotografiert. Aber ich finde wirklich, Ulfs Bildausschnitte sind gut gewählt, ne? Das kann ich immer wieder sagen und das sehe ich auch bei jedem Foto von ihm, weil er hat mir einige schon geschickt. Und deswegen ja, Kompliment dafür auf jeden Fall. Die Wasserkante hier oben liegt auch ungefähr ein Drittel, kann man sagen, in etwa, ne? Also wie gesagt, Bildausschnitt für mich. Nichts zuzusagen so, ne? Bis auf den schrägen Horizont. Ansonsten die Optik des Bildes würde ich als Geschmackssache bezeichnen. Schwarz-Weiß mag besser funktionieren als Farbe bei dem Foto. Ich kenne die Umgebung nicht, ne? Ich kann es nicht beurteilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Schwarz-Weiß vielleicht einfach besser aussieht. Aber was ich sagen muss, was mich so ein bisschen wurmt, ist dieses Grün. Ich weiß, es ist Geschmackssache, ja. Es ist wahrscheinlich einfach eine Bearbeitung, auf die man vielleicht mal spontan Bock hatte, was man vielleicht mal ausprobieren wollte oder so. Hier liegt halt so ein grünen Touch drüber. Ich würde vermuten, in Lightroom mit einem Verlaufswerkzeug irgendwie gearbeitet, weil dieses Grün liegt nicht überall drüber, sondern nur hier unten und dann hier oben noch ein bisschen. Es ist, glaube ich, wirklich reine Geschmackssache. So. Ich persönlich bin nicht der größte Fan davon, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich es wahrscheinlich einfach schwarz-weiß gelassen oder halt farbig gemacht und dann koloriert. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Also ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich das Foto an sich cool finde, aber dieses Grün, da entstehen Fragen bei mir im Kopf. So, ne, also da entstehen wirklich Fragen bei mir im Kopf, wo ich mir wirklich dann die Frage stelle, naja, warum? So, ne? Also das geht mir persönlich nicht so rein,
Aber wie gesagt, das ist wirklich reine Geschmackssache. Ich glaube, es wird auch viele jetzt geben, die das Video gucken und die sagen, hey, ist doch cool. So, ne? Ja, also ich finde auch persönlich, es spricht nichts dagegen, sowas zu machen. Das ist wirklich reine Geschmackssache und wenn man auf sowas Bock hat, sollte man das einfach tun. Aber also für meinen Geschmack ist es irgendwie, ich weiß nicht, so ein Touch too much. Wisst ihr? So würde ich jetzt sagen. Wäre jetzt so meine Meinung dazu. Aber ich finde, so sonst ist das ein gelungenes Foto. Ne? Also auch hier wieder nicht viel Einwände. Ja. Also heute auch nochmal danke an Ulf für die Einsendung. Und ja, das waren die Fotos für heute. Ich wollte es heute mal ein bisschen kürzer halten, weil mir aufgefallen ist, dass meine Videos ja, in letzter Zeit sehr, sehr lang sind und die meisten Leute von euch, ich sehe das ja immer in den Statistiken, gucken gar nicht so lange irgendwie, sondern also im Schnitt sind die Abspiellängen meiner Videos irgendwo bei, keine Ahnung, 5, 7, 10 Minuten und meine Videos gehen ja häufig weit über 20. Deswegen will ich mal ein bisschen versuchen, das ein bisschen kürzer zu halten. Daher heute drei Fotos relativ in Kürze besprochen. Ich danke wieder allen drei Leuten für die Einsendung. Instagram wird natürlich auch wieder genannt, sofern ich es habe. Und zwar Stefans Instagram war SK on Tour. Blende ich hier unten wieder ein. Steht auch wieder unten in der Videobeschreibung. Bitte folgen, bitte unterstützen. Und genau, Ulfs Instagram war pix_bei_dlm. Auch da wieder gerne unterstützen, gerne folgen, na, gerne ein paar Likes da lassen, wenn euch Bilder gefallen und das Ganze ein bisschen supporten. Von Heiko finde ich wie letztes Mal auch wieder kein Instagram. Ich bin jetzt ein bisschen peinlich berührt. Ich glaube, ich hatte schon mal nach Instagram gefragt. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Sofern du einen Instagram-Kanal hast, ich wiederhole mich, ich weiß, dass ich das schon mal gesagt habe, tut mir sehr leid, aber sofern du einen Instagram-Kanal hast, poste ihn gerne drunter in die Kommentare oder schick ihn mir oder wie auch immer, dann reiche ich das nach und dann sollst du natürlich auch deinen verdienten Support bekommen. Alle drei echt coole Fotos, ne? Und danke für die Einsendung. Und nicht vergessen, Leute, denkt bitte dran, mich zu verlinken, also mich zu taggen auf Instagram mit dem Hashtag ngraphicsruhrpott. Ja, wie gesagt, da gibt es schon ein paar Bilder, weil ich diesen Hashtag halt verwende, aber ich würde den dann gerne dazu benutzen, dass ihr mich quasi auf Bildern taggen könnt, dass ich sehe, was ihr so macht. Und das eine oder andere Bild wird es dann mit Sicherheit auch mal ein Video schaffen. Dementsprechend immer fleißig taggen, immer dran denken. Und ja, ich hoffe, das geht so weiter, wie das jetzt in letzter Zeit so war. Ne? Kommentiert weiter fleißig, ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr das Video gesehen habt und gerade nicht wisst, was ihr schreiben sollt, schreibt einfach irgendwie Hallo oder sonst irgendwas in die Kommentare. Meldet euch einfach mal. Mich interessiert immer, wer die Videos so guckt und wer die Videos so verfolgt. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt. Und ja, ansonsten Fragen, Anregungen oder sonstiges gerne unten in die Kommentare. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mich unbedingt wissen, denkt bitte dran, was haltet ihr von der Livestream-Idee? Soll ich streamen? Soll ich anfangen, Streams zu machen? Jetzt erstmal nur ein bisschen unregelmäßig, aber vielleicht dann irgendwann auch regelmäßiger. Und was für Themen würdet ihr euch wünschen für so einen Stream? Und ja, ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Irgendwann demnächst mit dem 100-Abonnenten-Special. Das schiebe ich dann irgendwie dazwischen. Und ansonsten dann regulär mit den folgenden Videos in den nächsten Wochen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.